Ja, hallo, liebe basisinteressierte Bürger hier im Land Baden-Württemberg. Heute unser 23. Video, wo wir euch in regelmäßigen kurzen Abständen über aktuelle landespolitische Themen und so allgemeine politische Themen informieren, was also uns hier auch als Landesverband Baden-Württemberg der Partei Die Basis betrifft. Ja, und worüber wollen wir heute sprechen? Also als erstes möchte ich noch mal kurz auf das Friedenscamp in Berlin zurückkommen. Dann ein paar Worte zur allgemeinen aktuellen Situation. Ja, und dann gibt es ganz, ganz viele Veranstaltungen von uns, die Basis, und auch von anderen entsprechenden Vereinigungen, die wir hier unterstützen und euch eben bekannt geben wollen. Also kommen wir zuerst nochmal zurück zum Friedenscamp in Berlin. Also das ist sehr erfolgreich gewesen. Es ist, wie gesagt, jetzt zu Ende gegangen. Und ja, ich kann nur sagen, also nachdem die Taz, das hatte ich ja schon im letzten Video berichtet, eine ganz tolle Werbung für uns gemacht hatte, da hat sich also jetzt das Magazin T-Online auch noch mit angeschlossen und hat unter dem Titel Protestcamp an der Berliner Siegessäule Querdenken wird es immer geben, auch wieder Werbung für uns gemacht. Wieder unser Basis-LKW, der eben hier mit der wunderbaren Werbung hier in der T-Online-Ausgabe mit einem großen Bild erschienen ist. Also, ich verlinke unter diesem Video auch auf diesen Artikel. Ja, und jetzt ein paar Worte zur allgemeinen Situation. Also aktuell ist ja wirklich völlig verrückt. Das überschlagen sich die Ereignisse. Ja, da kommen die ungeschwärzten RKI-Files ans Tageslicht und da mit einmal erfahren wir, dass die ersten veröffentlichten Files, also die geschwärzten Files, die veröffentlicht worden sind, dass die vor der Weitergabe an das Magazin entsprechend noch gefälscht worden sind. Also dass dort an der Stelle noch Stellen entfernt worden sind. Ja, gegen die Sachgruppenleiterin Ute Rexroth ist mittlerweile Strafanzeige gestellt worden. Ah, das ist ein Unding, das kann ja nicht sein. Das muss man sich mal überlegen. Ja. Dass also hier vom Gericht ein Urteil gibt, dass sie veröffentlicht werden müssen und da werden sie vorher noch, werden entsprechende kritische Passagen entfernt. Ja, das nächste Thema Affenpocken. Naja, also anstelle, dass man jetzt aufgrund der RKI-Files, die also jetzt ja jedem zugänglich sind, mal in die Aufarbeitung geht, ne, dann gehen die einfach ihren Weg weiter und sagen, ach, wir müssen es einfach nochmal probieren. Nur ich bin der Überzeugung, diesmal werden sie nicht wieder den meisten Teil der Bevölkerung hinter sich bekommen. Diesmal nicht. Dazu sind viel zu viel aufgewacht. Ja, und dann als nächstes das Kompaktverbot ist also durch das Bundesverwaltungsgericht Leipzig aufgehoben worden, zumindest mal im Eilverfahren bis zur endgültigen Entscheidung im Hauptverfahren. Und jetzt kann also, wie gesagt, die Zeitschrift Kompakt wieder ihre entsprechenden Artikel bringen. Sie kann wieder erscheinen bis zur Entscheidung im Hauptsacheverfahren. Und wir als die Basis werten dieses Urteil als einen absoluten Erfolg für die Presse- und Meinungsfreiheit. Es sollte den verantwortlichen Amtsträgern vor Augen führen, dass sich Rechtsstaatsprinzipien nicht nach Laune verbiegen lassen können. Ja, und kritische alternative Medien verbieten zu wollen, dient nicht dem Schutz der Demokratie, sondern dem Bestreben einer totalen Kontrolle des Debattenraums. Ja, und jetzt habe ich heute so viele Informationen über Veranstaltungen, die jetzt vor uns liegen, dass ich gleich jetzt mal darauf zugehen oder darauf eingehen möchte. Und zwar am 23.08. wird es an der Goldgrube 12 in Mainz eine Info geben, wo es um die Impfgeschädigten geht. Also Katharina König ist eine von unzähligen Geschädigten der mRNA-Gentherapie. Und sie wird mit anderen lückenlose Aufklärung fordern, ja, gegen die
entsprechenden Maßnahmen. Wir fordern lückenlose Aufklärung der Folgen der Maßnahmen und tragen unseren Teil dazu bei, dass nichts und niemand vergessen wird. Deshalb unterstützen wir als die Basis den Demoaufzug von Katharina am Ort der Schande vor dem Büro und Laborgebäude von BioNTech in Mainz. Also am 23.08. von 10 bis 18 Uhr. Ja, und dann am 1.09., dem 85. Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkriegs, also eigentlich der große Friedenstag. Der 1. September ist ja auch Tag des Friedens. Und da wird es in München am Marienplatz, Beginn 14 Uhr, ein großes Friedensfestival geben mit vielen bekannten Sprechern. Und wir unterstützen also diese entsprechende Veranstaltung von München steht auf. Täglich ändert sich das Weltgeschehen. Gleich bleibt die Notwendigkeit, den Friedenswillen in die Welt zu tragen. Und deshalb fordern wir keine Waffen in Kriegsgebiete. Deutschland soll eine Vorreiterrolle in der vorausschauenden, unabhängig neutralen Friedenspolitik einnehmen. Wir wollen uns ganz klar für eine friedliche Lösung positionieren und sagen Nein zu Krieg als Problemlösung. Schon Helmut Schmidt hat gesagt, lieber 100 Stunden umsonst verhandeln als eine Minute schießen. Wir setzen am 1. September 2024 ein deutlich wahrnehmbares Zeichen für den Frieden. Das ist der Aufruf von München steht auf. Ja, und dann haben wir am 7.9. in Freiburg einen Aufzug, auch um 14 Uhr. Da heißt es, durch die Innenstadt in Freiburg am Samstag, dem 7. September 2024, wir gemeinsam für ein besseres Leben in Deutschland. Treffpunkt ist der Konrad-Adenauer-Platz. Kein Euro für Kriege, Frieden, Diplomaten statt Soldaten, Politik wieder für das eigene Volk, für Bargelderhalt, echte Gesundheitsvorsorge statt WHO-Zwangsmaßnahmen, Corona-Aufarbeitung. Start, wie gesagt, Konrad-Adenauer-Platz, 14 Uhr, am Konzerthaus gegenüber vom Hauptbahnhof Freiburg. Und es wird voraussichtlich bis 16 Uhr gehen. Kommt zahlreich, bringt gute Laune, Plakate und Freunde mit. Ja, und dann haben wir entsprechend noch einen Themenabend, und zwar am Samstag, den 21.09.24, Beginn 19 Uhr, Einlass wieder 17.30 Uhr in den Klosterburgstuben in Bönnigheim. Und um Anmeldung wird wieder gebeten unter anmeldung@diebasis-hn.de. Und diesmal mit dem Thema das Ende des Wirtschaftswachstums, die ökonomischen und sozialen Folgen mangelnder Ethik und Moral. Ja, und wie gesagt, das war's auch schon wieder für heute. Und wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like unter dem Video. Und in dem Sinne sage ich, macht's gut, bis bald, euer Stefan Jone vom Landesverband Die Basis Baden-Württemberg. Und ja, wir freuen uns auch über Vorschläge von euch. Wenn ihr weitere aktuelle Themen habt, wo ihr euch wünscht, dass wir uns dort aktiv unterstützend einbringen, dann schreibt diese an post@diebasis-bw.de und wir werden sie intern besprechen und dann uns darum kümmern. Also, macht's gut, tschüss. Bis bald, euer Stefan Jone vom Landesverband Baden-Württemberg. Und wie ihr seht, ja, ich bin schon urlaubsreif. Ich werde also jetzt ein paar Tage mal ans Mittelmeer gehen. Brauche auch mal ein bisschen frische Luft. Und ja, das wird mir auch gerade alles heftig und zu viel. Und insofern bleibt bei euch, bleibt in euch, bleibt in Ruhe. Lasst euch nicht ärgern. Und ja, wir sehen uns dann spätestens in 2 Wochen wieder. Also. Tschüss, bis bald.